Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute gibt es mal wieder einen weiteren FIFA Talk. Insgesamt habe ich heute 4 Themen für euch vorbereitet, welche gerade sehr, sehr interessant sind in FIFA 18. Und falls ihr das öfter sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir beginnen jetzt auch wie immer schon direkt mit dem allerersten Thema. Und hierbei geht es um das Team of the Season. Oft wurde ich gefragt, wann das startet und ich kann euch sagen, es wird um den 12. Mai starten und geht dann so circa bis zum 30. Juni. Bei diesem Team of the Season werden ganz normal die einzelnen Ligen veröffentlicht, also dort einfach die besten Spieler zum Beispiel aus der Bundesliga oder aus der belgischen Liga oder aus der spanischen Liga. Also da kommen erstmal alle Ligen raus und am Ende gibt es dann nochmal ein ultimatives Team of the Season. Das heißt, dort sind dann nochmal alle Spieler enthalten, die am besten sind aus den einzelnen Ligen. Also halt wirklich die absoluten Top-Spieler der einzelnen Ligen sind dann in einem Team nochmal zusammengefasst und da kann man diese Spieler dann eben nochmal ziehen. Also ist es eh wie beim Team of the Year, wo dann am Ende eben nochmal das ganze Team of the Year zu ziehen ist. Also auch beim Team of the Season am Ende nochmal das ganze Team of the Season. Und ja, dann gibt es auch noch ein Community Team of the Season, welches auch Most Consistent Team of the Season genannt wird. Und hierbei geht es einfach darum, dass Spieler, die noch keinen Inform in FIFA 18 erhalten haben, trotzdem eine TOTS-Karte bekommen. Und die kommen eben in dieses Community Team of the Season. Da gibt es dann ein Gold-TOTS, ein Silber-TOTS und ein Bronze-TOTS. Und ja, da kommen eben Spieler rein, wie gesagt, die immer konstant gut gespielt haben, aber halt nie unfassbar herausragend, sodass sie eben in ganz FIFA 18 ohne einen Inform rausgegangen sind und die kommen dann eben in so ein Community Team of the Season. Weiter geht's mit den Weakfoot und Skill Move Upgrades, die habe ich euch einfach mal in die Beschreibung gepackt und zwar, ja, hat die offizielle EA Homepage eben diesen Artikel hier gepostet und da sieht man eben ganz gut zusammengefasst, welche Spieler ein Skill Move Upgrade und welche Spieler ein Weakfoot Upgrade bekommen haben, zum Beispiel hier eben Kevin De Bruyne jetzt endlich mit 5 Sternen Weakfoot oder halt dann eben Depay oder so jetzt mit 3 Sternen Weakfoot. Solche Sachen kann man hier auf der Homepage jetzt eben gut sehen und da kann man dann auch auf die Skill Moves gehen und genau dasselbe sieht man dann eben mit den Skill Moves. Zuerst natürlich die alten und dann kann man sich hier daneben dann die neuen Skill Moves anschauen, zum Beispiel Bonaventura jetzt eben mit 4 Sternen Skill Moves oder der Savage auch mit 4 Sternen, den habe ich auch als Foot Champions Karte. Also da sind auf jeden Fall ein paar sehr interessante Skill Move Upgrades und Weakfoot Upgrades dabei, also checkt da auf jeden Fall gerne den Link in der Beschreibung ab. Weiter geht's mit einem Event, welches uns in Kürze in FIFA 18 erwarten wird und zwar ist das der St. Patrick's Day. Der wird höchstwahrscheinlich vom 16. bis zum 20. März gehen und hierbei gibt es dann eben ein grünes St. Patrick's Day Team, kann man sagen. Das sind einfach nur Iren und es sind im Normalfall einfach die höchst geratedsten Iren, die da eben in diesem St. Patrick's Day Team drinnen sind und ja, diese Spieler kann man ganz normal ziehen und es gibt auch Goldkessel SBCs. Dazu habe ich euch das Video von Real FIFA verlinkt, da hat er nämlich letztes Jahr eben zu FIFA 17 ein Video gemacht zu diesen SBCs. Checkt das Video unbedingt ab, falls euch das mehr interessiert, denn es ist schon interessant und zwar gibt es da eben wie gesagt diese Goldkessel SBCs und da bekommt man bei jeder SBC eine andere Münzensumme. Zum Beispiel bekommt man bei einer SBC 20.000 bis 100.000 Münzen dann aus dieser Belohnung. Also du schließt die SBC ab, sagen wir so für 40.000 Münzen und dann musst du halt hoffen, dass du den Jackpot hast und 100.000 Münzen dann rauskriegst oder du bekommst eben nur 20.000 Münzen raus. Ich muss sagen, letztes Jahr war ich sehr enttäuscht und viele andere YouTuber auch, denn die haben einfach nur Scheiße gezogen. Ich halt eben auch. Also ich habe immer das Mindeste bekommen, hatte nie irgendwie Glück, dass ich den kompletten Jackpot dann bekommen habe. Also es ist dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder ähnlich, aber das war damals schon ein bisschen ein Reinfall, denn man hat gedacht, okay, 20.000 bis 100.000, vielleicht kriege ich so 50.000 zumindest oder so, wenn ich 40.000 dafür ausgebe, aber man hat eigentlich immer so 20.000 oder 25.000 Münzen bekommen, also war das eigentlich nicht so rentabel und ja, das ist auf jeden Fall das Ganze mit dem St. Patrick's Day. Okay, als letztes möchte ich jetzt nochmal kurz dieses Thema ansprechen mit FIFA 19 kommt vielleicht nicht. Viele Leute machen dazu ja Videos im Moment und ich möchte es auch noch kurz erwähnen und zwar, ja, wird FIFA 19 kommen? Das kann ich euch eigentlich versichern, also natürlich nicht zu 100%, ich bin nicht von EA oder so, aber im Normalfall müsste es kommen, denn FIFA bzw. EA Sports macht sehr, sehr viel Geld mit diesem Spiel und wieso sollten sie kein FIFA 19 rausbringen? Würde keinen Sinn machen. Das Einzige, was sich vielleicht verändern könnte, ist eben, dass sie so
so eine Art Update-Versionen herausbringen. So machen sie das nämlich in China zum Beispiel auch. Dort kommt einfach alle 4 Jahre ein neues Spiel und jedes Jahr wird immer ein Update veröffentlicht, für das die Leute einfach auch ganz normal zahlen. Also es könnte sein, dass man sich alle 4 Jahre nur eine CD holt und diese dann immer wieder updatet sozusagen, oder du holst es dir im PSN Store und holst dir dann immer wieder das Update. Das könnte eben der Fall sein. Das ist eigentlich diese Grundinfo an dem Ganzen. Also FIFA 19 wird, denke ich, schon kommen, aber vielleicht in einer abgewandelten Form beziehungsweise in einer anderen Form, als wir sie es eben, ja, bis jetzt immer gewohnt waren. Okay, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem heutigen FIFA-Talk. Falls er dir gefallen hat, lass gerne mal einen Daumen nach oben da. Damit unterstützt du mich extrem. Und ja, dann würde ich sagen, das war's. Habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.